Du wurdest von der DDG nach Berlin eingeladen zu diesem Symposium, damit du die verschiedenen Tätigkeitsfelder der Dermatologie kennenlernst. Hast du einen guten Einblick erhalten? Also bisher muss ich sagen, hat es mir super gefallen. Ich fand vor allem die Vorträge über die Lebensläufe, über die Werdegänge der Leute, die wir eben gerade gehört haben, fand ich besonders interessant, haben sehr viel Interesse auf mehr geweckt und ja, fand ich sehr begeisternd, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was noch kommt heute. Wie bist du denn überhaupt auf die Dermatologie aufmerksam geworden? Also natürlich über das Studium, also über unseren Dermatologiekurs. Ich studiere in Freiburg und da haben wir im sechsten Semester hatten wir das erste Mal Kontakt mit der Derma und das war ein spannender Kurs, ein lehrreicher Kurs, viel Lehre am Patienten und das hat mir Spaß gemacht und das ist geblieben. Also das Interesse wurde da geweckt und ist bis jetzt nicht verloren gegangen. Und in welchem Semester bist du jetzt? Ich habe gerade mein praktisches Jahr abgeschlossen und stehe auch kurz vor dem zweiten Examen. Und ja, also bin fast fertig und genau. Und hast du dich denn schon für eine Fachrichtung entschieden? Es ist tatsächlich so, dass ich mich für Derma entschieden habe. Ich habe in meinem PJ auch Derma gemacht als Wahltertial und ich habe jetzt auch das Glück gehabt, schon eine Stelle zu bekommen in der Derma und das geht jetzt im Juli dann auch schon los. Ja. Und weißt du schon, in welchem Bereich du langfristig tätig sein möchtest? Eher in der Klinik oder in der Praxis oder in der Forschung? Also natürlich am Anfang steht die Arbeit in der Klinik. Ich denke, das ist wichtig und gut, viele Eindrücke zu sehen, viele Krankheitsbilder zu sehen, ein fundiertes Wissen sich einfach auch anzueignen, dass man gut arbeitet, dass man Vertrauen in sich selbst auch hat, in das, was man tut. Und da steht die Klinik für mich am Anfang, an erster Stelle, wie es später aussieht. Ich glaube, das kann ich jetzt noch nicht überblicken im Vollen, sondern das wird sich zeigen. Aber ich schließe für mich persönlich jetzt nichts aus. Also. Dann vielen Dank für das Interview. Gerne.